Okay, aber jetzt freuen wir uns erstmal über das süße kleine Drachenbaby. Entschuldigung, ich weiß, ich flippe immer aus, aber das ist so süß. Willkommen zu einer neuen Folge von Ever After Hi, Babydrache. Unser süßer Drache. Oh Gott, dieser Schnappschuss ging ein bisschen daneben. Schön sieht das Bild jetzt nicht aus. Mitten im Flug, die Hälfte des Kopfes war da abgeschnitten. Naja, hallo. Oh, schaut mal, es hat sich kurz geputzt im Gesicht. Schauen wir mal, was es so für Accessoires gibt. Denn ich habe für diese heutige Folge wieder ein bisschen Geld gespart. Schwarze Turbotreter, schwarze Schuhe. Sehr cool, oder? Mal was anderes. So kleine Pantoffelchen für Schlafen gehen. Machen wir noch ein Make-up drauf. Oder sollen wir uns ein neues Make-up kaufen? Sieht irgendwie komisch aus. Oh nein, so süße Drache sieht komisch aus. Sieht aus, als hätte er so ein Pflaster im Gesicht. So ein pinkes Pflasterchen auf der Schnauze. Seht ihr das? Stupsi, Stupsi, Stupsi. Und schwuppdiwupp. Oh, wie süß. Trotzdem ist es goldig. Schaut mal, wie es guckt. Hä? Hm? Oh, fliegen, ja toll. Oh Mann. Oh, es ist ein schönes Spiel, muss ich schon sagen. Mir macht es sehr viel Spaß. Und jetzt im neuen Gewand mit unserem neuen, naja, wie soll ich sagen, mit unserer Spezialschminke fliegen wir jetzt durch die Lüfte. Habt ihr schon mal an Fasching euch auch irgendwas ins Gesicht schminken lassen? Zum Beispiel so ein Pferdekopf oder ein Katzenkopf. Okay, Pferde wahrscheinlich nicht, aber Katzenkopf oder ein Hundekopf, ein Mäusegesicht. Habt ihr euch da schon mal schminken lassen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Vor allem, was ihr euch schminken lassen habt. Lasst mich raten, wahrscheinlich war es ein Kätzchen. Oder Schmetterlinge, auch sehr beliebt. Yay, da freut sie sich. Hallo, hallo, hallo. So, Schnuckelchen, was magst du als nächstes machen? Hä? Erstmal streicheln. Mit deinem schönen Pflasterchen auf der Nase. Oh, putziges Ding. Hier, nimm erstmal einen Muffin. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Zeigt mir, dass euch das neue Spiel, die neue Serie Babydrache Folge 3 auch sehr gefällt. Und ihr noch mehr Ever After High Videos sehen wollt. Schaut mal, so eine Muffin-Korb-Box ist doch was richtig Tolles. Die Pinata hätte ich gerne, aber die ist echt teuer. Genug Geld haben wir leider wohl nicht mehr. Kostet alles 200. Und hier 150 vielleicht für einen runden Teppich. Auch das ist leider noch nicht möglich. Naja, gut. Aber dieser Muffinkorb ist doch schon mal ganz nett. Oder? Ja, mein kleiner süßer Drache. Ich muss dazu sagen, ihr wisst ja, seit der letzten Folge gibt es eure Geschichten im Spiel. Und ich habe insgesamt in der letzten Folge 6 spannende Geschichten bekommen. Ich werde leider nicht alle vorlesen können. Aber ich werde mir trotzdem alle Geschichten hier einblenden lassen. Also ich blende sie besser gesagt ein. Und lese sie auch teilweise ein bisschen vor. Stoppt das Video einfach und lest euch die Geschichten durch, weil die sind echt gut von euch geschrieben. Und ich war echt begeistert. Manche sind lustig, manche sind spannend und mysteriös. Ich fand alle super. Danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Also, Land der Riesen. Eure Geschichten blende ich jetzt ein. Land der Riesen. Es war mal ein Land voller Riesen, die hätten vor, der Drachenland anzugreifen. Die gehen. Es waren 50 Riesen gegen ein Land voller Drachen. Aber manche Drachen sind da jagen gegangen und die Riesen greiften alle Drachen. Waren für die Riesen ein Abendessen. Die wollen es gerade essen, aber im letzten Moment kamen die anderen Drachen von der Jagd. Die Drachen haben es nicht geschafft, aber auf einmal kommt eine kleine süße Drache und schleicht sich und befreit alle Drachen. Die Drachen haben es fast geschafft, aber sie nehmen den Anführer als gefangen und so weiter und so fort. Oh Gott, jetzt ist das schon vorbei. Genau, und es gibt hier die Punkte. Liebe Peace Power Girl, auch du hast mir was eingereicht. Vielen lieben Dank euch beiden. Auch der Drachenreiter und die Drachenreiterin. Super schöne Geschichte und ich finde es toll, dass du einfach drauf losgeschrieben hast, weil du hast in einem Kommentar gesagt, ja, du bist nicht so gut in Geschichten schreiben, aber genau so übt man doch. Das finde ich toll. Also wir haben eine echt tolle Community hier und ich bin super begeistert. Einfach, dass man sich gegenseitig auch in den Kommentaren unterstützt, dass ihr zu den anderen sagt, hey, schöne Geschichte, habt ihr super gemacht. Und wow, ich bin echt froh, dass wir
so eine coole Gemeinschaft hier in den Videos bilden. Also nicht nur in diesem Video, auch in Sims und in anderen Videos. Also an dieser Stelle ganz, ganz großes Dankeschön. Und wie gesagt, tut mir leid, macht einfach eine Pause im Video, um euch die Geschichten komplett durchzulesen. Auch Peace Power Girl, danke für die Fortsetzung deiner Geschichte. Ich wollte anderen auch den Vortritt lassen, deswegen habe ich in dieser Folge jetzt deine nicht ganz vorgelesen, beziehungsweise nicht, aber trotzdem mal eingeblendet. Unbedingt reinschauen, auch die letzte Folge. Und jetzt zurück zu meinem Drachen. Hier, ein bisschen Muffins essen. Okay, Entschuldigung. Ich weiß, ich bin immer ganz euphorisch und total perplex, wenn es um meinen süßen Drachen geht. Aber schau mal, willst du noch was anderes anziehen? Komm, wir nehmen dir mal den Halsreif weg. Und dafür gibt es 2 Punkte. Wir sind schon auf Level 7. Das geht ruckzuck. Und ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge schon die letzte Folge von Ever After High hochladen. Außer ihr schreibt mir heute in die Kommentare, dass ihr sagt, nee, mach bitte noch mit anderen Drachen solche Folgen. Wenn das der Fall ist, mache ich das gerne für euch. Ansonsten wäre das wahrscheinlich die letzte Folge. Also die nächste ist die letzte. Und ihr dürft, das möchte ich auch an dieser Stelle schon mal sagen, schreibt für die nächste Folge auch wieder Geschichten rein. Diesmal möchte ich euch kein Thema geben. Ich verrate euch nicht, was in der nächsten Folge kommt. Sondern seid einfach mal kreativ und erfindet einfach eine Geschichte. Ihr dürft euch das Thema raussuchen. Schreibt doch mal was, oder ich gebe ein Thema vor. Schreibt doch mal was allgemein über Drachen. Schreibt eine Drachengeschichte. Das würde mich interessieren. Und die Katze muss vorkommen. Katze und Drachen. Das ist doch mal eine schöne Aufgabe, oder? Wie könnt ihr Katze mit einbinden in eine Drachengeschichte? Okay, okay, aber jetzt freuen wir uns erstmal über das süße kleine Drachenbaby. Entschuldigung, ich weiß, ich flippe immer aus, aber das ist so süß. Ich find's, ich muss sagen, ich mag's ohne Schminke besser, aber es ist trotzdem putzig. Und die Rolle, ui! Oh, putziges Ding, komm her, komm her. Magst du Muffin essen oder rumspringen? Beides, okay. Oh, du möchtest dein Zimmer umdekorieren? Dann lass uns mal gucken, was wir Schönes haben. Tja, wir können zwar immer wieder rein, aber wir haben ja nicht genug Diamanten, um uns was Neues zu gönnen. Oh, schade. Wir können höchstens etwas entfernen. Und wegnehmen, damit sich irgendwas hier in deinem Zimmer verändert. Denn erst wenn sich was verändert, kriegen wir nämlich diese Perlen. So, ganz genau. Und die sammeln wir ja. Ich habe mir sagen lassen von Peace Power Girl und von ein paar anderen von euch, dass Level 10 das letzte Level sein wird. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass die nächste Folge auch die letzte sein wird. Okay, aber jetzt ist es wieder Zeit für ein paar Geschichten, die ich von euch vorlesen werde. Jetzt mal 2 kurze, die lustig sind. Mal gucken, ob ich beide hinbekomme. Königreich, der Spiegel. Aufgepasst, ich fand sie super. Es gab einmal einen Spiegel, der war alleine. Alleine? Nein, er kannte eine Freundin, die aber den Spiegel auf einmal zerstörte. Als der Spiegel zerstört war, kam ein Prinz daraus und sie heirateten. Happy End. Super cool. Es war eine Malerin Riese, der lebte in seinem Königreich. Er wollte die Welt erkunden, doch sein Vater sprach zu ihm und sagte, geh nicht, sonst verletzt du dich. Aber er hörte nicht auf ihn. Wenn er noch nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Ende. Danke, liebe Sarah Ibrahim und danke, Maria Martinez. Super tolle, kurze Geschichten. Irgendwie lustig, irgendwie verrückt, keine Ahnung. Oh, ihr seid der Hammer. Vielen lieben Dank dafür. Und wie gesagt, erfindet gerne eine Geschichte zum Thema Drachen und zum Thema, ja, zu meiner Katze. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Hui, also heute geht es die ganze Zeit um Geschichten. Ich kann mich gar nicht um meinen Drachen kümmern. Hey, putziges Ding. Entschuldigung, ich weiß. Ich muss mich beruhigen. Ui, er macht wieder die Rolle. Oder sie macht die Rolle. Ihr habt gesagt, Mensch, Katze, dein Drache ist weiblich. Es ist kein Junge. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Sie macht eine Rolle. Ui. Komm her. Tapfel, Tipfel, Tapfel. Es macht so süße Tipfelsprünge. Und Tipfel, Tapfel. Schritte. Oh ja, gut. Ever After High. Nächster Punkt. Was haben wir denn so Schönes in unserer Liste? Wir haben gerade auf dem Kopf keine Krone mehr, wie ihr sehen könnt, sondern ein sogenanntes Diadem. Das ist so eine, naja, Prinzessinnenkrone, sagen wir mal. Aber, wie gesagt, der richtige Begriff lautet dafür Diadem. So, Ever After High. Was haben wir denn noch so Schönes? Wir fliegen wieder durch die Gegend und schauen mal, ob wir genug Diamanten sammeln können, beziehungsweise Edelsteine. Denn die brauchen wir, muss ich euch nicht sagen, das wisst ihr ja auch, um uns neue Gegenstände zu kaufen. Mit unserem super süßen, super geschminkten Drachen holen wir uns noch ein paar coole Sachen. So,
Jetzt Konzentration. Schwung, schwung, die Bumm. Und wow, 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 wow. Das war eine knappe Geschichte. Und sehr schön. Hoch mit uns und runter. Oh, ein bisschen was verpasst. Also so gut sind wir nicht geflogen. Ich bin mir sicher, ihr könnt das besser. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie sich auch das Spiel heruntergeladen haben. Und ihr seid schon durch. Ihr seid viel weiter als ich. Ich komme nicht so schnell hinterher. Vor allem, weil ich so viele Projekte gleichzeitig spiele. Monster High, Ever After High, Sims, Skylanders. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, erstmal Muffin essen. Lecker Schmecker. Ich will noch einen Muffin. Kannst du haben. Kleinen Moment. Hier, bitteschön. Ja, nicht so gierig. Guck mal, ein Hubs und ein ganzer Muffin ist weg. Oh, du möchtest wieder spielen. Genau, du möchtest nochmal fliegen. Ja, anscheinend bist du eine Flugkünstlerin. Mein liebes Drachenbaby. So, dann zeig mal, diesmal möchte ich aber alle Edelsteine sammeln. Kriegen wir das hin? Komm schon. Uiui. Ach, du heilige Salatschüssel. Ich dachte gerade, dass ich abstürze. Keine Ahnung warum. So, ui. Heilige Salatschüssel. Das ist ja auch mal ein lustiger Ausdruck. Ach, du heilige Salatschüssel. Oder Schlüssel, hätte ich schon fast gesagt. Heilige Salatschlüssel. Heilige Salatschüssel nochmal. Glückwunsch. 56 Edelsteine. Das ist doch mal eine gute Ausbeute. Und die sammeln wir direkt ein. Schwuppdiwuppdups. Und wir haben gleich Level 8 erreicht. Kommt, das schaffen wir noch in dieser Folge, oder? Oh, dieses putziges Ding nochmal die Rolle. Oh, dein Make-up ist so süß. So eine schöne Schminke. Komm, wir fliegen los. Es geht nochmal in das Land der Geschichten. Denn zwei Geschichten habe ich noch. Und eine werde ich wieder ein bisschen vorlesen. An dieser Stelle danke an Sergei und an Funnycoop. Hilfe, Melody Piper. Folgendes. Ich erinnere mich noch an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Ich war wie jeden Tag in der Schule und freute mich riesig, dass nun endlich Sommerferien waren und machte vor Freude einen großen Spaziergang. Als ich in der Altstadt ankam, stolperte ich jedoch über etwas. Ich richtete mich schnell wieder auf und guckte genervt, worüber ich denn gestolpert war. Als ich es sah, konnte ich mein Glück kaum fassen. Es war ein wunderschönes, antikes Amulett. Ich steckte es zufrieden in die Hosentasche, dann machte ich mich langsam wieder auf den Heimweg. Als sie ankam, aß ich etwas und fiel erschöpft in mein Bett. Denn der Spaziergang war lang und anstrengend, weshalb ich sofort einschlief. Und dann geht's spannend weiter. Unbedingt einen Stopp machen im Video und durchlesen. Und Sergej schreibt, der Riesenpapa. Es war einmal ein Mädchen, das hatte eine Mutter, die ein Baby bekam. Aber der Vater war weg. Sie suchte und suchte, aber sie haben ihn nicht gefunden. Das Mädchen ist runtergefallen und die Mutter ist weitergegangen. Das Mädchen fand ihre Mutter und ihren Vater. Und der Vater rufte Ariana, Lena, Luna. Und so weiter und so fort. Auch unbedingt Sergejs Geschichte weiterlesen. Stoppt das Video und schaut es euch an. Danke an euch beiden. Danke an alle, die mir was eingereicht haben. An Sarah, an Peace Power Girl, einfach an alle, an den Drachenreiter, an Maria. Oh, ihr seid super. Tausend Dank. Und es gibt wieder neue Schüchen in der Farbe Lila. Wir nehmen das für den Schwanz. Das ist so eine Panzerung sozusagen. Und mein lieber Drache möchte noch etwas essen. Sehr gerne. Kriegst noch einen Muffin zum Abschluss der Folge. Lecker, lecker Schmecker. Nochmal ein Muffin. Magst du nochmal? Ui. Okay, das war's auch mit dieser Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge von Ever After High. Rechts unten gibt's einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt, um kostenlos zu abonnieren. Also, bis bald!